Melissa, my Melissa, I loved you since the day we met. I remember how happy you were on our wedding day. Everything was perfect. But then you disappeared, without a trace. All my efforts to find you were useless. I became a shadow of myself, broken down, each day harder than the last. Until one day, about a year later, when a glimmer of hope burned its way into my heart. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Serenity-Spiel und wir spielen heute Rite of Passage, die Karten des Schicksals in der Sammler-Edition. Ist aus einer Reihe, die ich nicht habe. Ja, Profil, ja. Alter, meine Tastatur ist super laut, ne? Tut mir leid. Das ist so, das Mikro auch direkt davor steht. So, wir gehen mal auf das Hauptspiel. Jetzt darf ich gleich wahrscheinlich individuell, ja. Aufgaben, ja bitte. Plusgegenstände, aktive Bereiche, ja. Anleitung brauche ich. Brauchen wir eine Anleitung? Nee, wir brauchen einen Tipp. Und bitte die Minispiele überspringen. Ich glaube, sonst werde ich wahnsinnig, wenn das nicht geht. Okay. Ich blende mich schon mal aus. Ups. Hoppla. Ich habe versehentlich wo draufgelegt. So, ich blende mich schon mal aus. Mein Ton ist jetzt auch gleich weg und wir sehen uns nach einem wahrscheinlich folgenden Intro wieder. So viel zu ein folgendes Intro. Ich bekomme eine Karte. Das Symbol auf der Karte ist dasselbe, das auch Melissa hatte. Dieselbe Form wie die Narbe, die an dem Tag, als sie verschwand, auf meiner Hand erschien. Du hast deine Frau nie gefunden. Sie ist und bleibt verschwunden. Komme nach Walburg, zur leblosen Stadt. Sieh, was es mit dem Spiel des Beasts auf sich hat. Okay, wir kriegen hier ein bisschen Jumanji in Kartenform. This is the place, Waldberg. If this game can really lead me to Melissa, I'll win. When I approached the town, it was practically abandoned. Fitting. A ghost town for the ghost of a man. Good evening, Evan. Thank you for joining my game. The other players have already arrived. Please, put this blindfold on and take my hand. Welcome, friends, to the game. A game so mystical, so dangerous, so gripping. This wild hunt will rattle you down to your bones. It's a simple game, a game of cards. A game with many roles. But the object of the game is to hunt down the beast. Observe this, the Deck of Fates. It serves both as a weapon or curse during your battle against the beast. These are only the basic cards. There are many more scattered about this town. Now, draw your card. The Banisher? What does this card do? Each one of you has a reason for playing. Fear.
greed, youth, courage, thrill, jealousy. And even a lost love. How does he know about Melissa? Now, put on your blindfolds. Each round lasts until dawn. The first round begins now. Darf ich jetzt auch wieder? Runde 1, der Verbanner, das Biest bezwungen, dann wird gesungen. Unheimlich hier. Ja, ich habe keine Ahnung, ob es egal gewesen wäre, auf welche Karte ich geklickt hätte. Da steht etwas auf meiner Augenbinde. Ob ich, das... Gesicht deines Feindes würde dir den Weg weisen. Das Gesicht meines Feindes, wer soll das denn sein? Na, jeder andere Mitspieler scheinbar. Die da hinten zum Beispiel. Melissa! Das ist nicht unsere Frau. Aber ich schätze, ich muss dahin. Evan, you shouldn't have come here. Please tell me you didn't draw a card. Oh nein. Sie hat das Spiel gespielt? Waldberg Marktplatz. Sie lebt, aber wo ist sie hin? Tja, das... Die Form erinnert mich an das Antlitz des Biests. Also bislang, muss ich sagen, finde ich die Prämisse des Spiels sehr interessant. Mit diesem Kartenziehen und jeder bekommt eine Rolle zugeteilt und so, das finde ich eigentlich ganz cool. Sind das menschliche Knochen? In dieser Stadt stimmt wirklich etwas nicht. Ja, Hauptsache ich grabe hier erstmal rum, ne? Die Knochenhand hält den Beutel fest im Griff und da hinten geht's zum Stadttor. Wenn ich die Balken loswerden könnte, würde es zusammenbrechen. Ich habe nur ein Brecheisen, das hilft mir gerade wahrscheinlich noch nicht. Da fehlt eine Hand. Kann ich hier rein? Da brennt noch Licht, nein. Ich kann hier, was habe ich denn da als Torsiegelfragment und ein Brecheisen? Okay, wir versuchen es aber mit dem Brecheisen. Ich glaube nicht, dass das geht, ne? Damit breche ich höchstens die Finger auf, wie auch immer die zusammenhalten. Gut, ich habe den Beutel mit Geld und Dingen darin. Okay. Die Goldmünze, die kann ich hier schmelzen, aber es bringt mir nichts. Ich muss hier erst noch herausfinden, was ich alles anklicken kann. Ich habe hier eine Goldmünze, ja. Die hilft mir hier leider nicht weiter. Weil ich den Originalzeiger ausmachen musste, sonst kann ich hier wieder gar nichts machen. Wie von einer Klaue. Ah! Wie dramatisch ich dieses Schild umdrehe. Ja, ist okay. Lass mich raten. Ja, Geld muss nach da unten, ne? Okay. Ich weiß immer nicht bei diesem Spiel, wann ich klicken muss. Das war auch bei dem Dialog vorhin ganz komisch. Manchmal ist das automatisch weitergelaufen und manchmal musste ich klicken. Das ist einer meiner Mitspieler, der von Habgier motiviert ist. I don't get it. I found a map of this place, but this weird fog is covering it. Look at this. That light is powerful enough to pierce the fog. It's got to be something important. If we can't reveal this map, we'll be stumbling around blindly. That beast will just pick us off. Er hat eines der Teile, die ich brauche. Darf ich das haben? Hey, hands off! Natürlich darf ich es nicht haben, das war klar. You want this thing? Then let's trade. Willst du Gold dafür?
Kann ich dir das da geben? Gold for iron. Well, it's your loss, pal. No tradebacks either, got it? Tja. Brauch kein Gold. Brauch das da. Wer braucht schon Gold, wenn er Fragmente haben kann? Ein Kamin mitten im Zimmer? Höchst merkwürdig, finde ich eigentlich nicht. Finde ich eigentlich ganz praktisch, weil das beheizt den ganzen Raum komplett mit. Okay, irgendwas kann ich hier noch machen. Ah ja, das da mitnehmen. Wieso hängt da ein moderner Fernseher? Das ist irgendwie irritierend. Und eine moderne Dartscheibe und eine moderne Jukebox. Also wir haben ja auch die Sammleredition, ne? Ich habe nur leider keine Ahnung, was genau in der Sammleredition ist. Hier, das ist in der Sammleredition. Ah, gefundene Sammelobjekte. Okay, jetzt muss ich hier draußen dann auch danach suchen, ne? Nach einer Bärentatze. Okay, wir müssen danach suchen. Und wenn es Gold ist, dann haben wir es gefunden. In den kleinen Szenen sind die nicht drin. Gut. Ja. Okay, ich muss das zusammenschmelzen. Das ist nicht so wie sonst, dass ich das zusammenklebe. Okay, jetzt nehme ich die vorsichtig hier raus. Ich habe keinen Hammer. Ist das egal? Hält das trotzdem? Kann ich das so jetzt im... Das driftet... Ich würde sagen, das driftet auf jeden Fall auseinander. Das ist kein gewöhnliches Siegel. Ah. Kann ich das jetzt wieder mitnehmen? Okay, es ist fertig. Wir sind hier fertig. Ich habe einen Schwamm und einen Hammer. Ich fürchte, mit dem Hammer kann ich die Balken nicht weghauen. What's that? Okay, ich glaube, ich mache das Tor vielleicht doch nicht auf. It was the beast. Come over. I saw where it went. The two of us could take it down, no sweat. Ja, du mich auch. Wie ist er durch das Tor gekommen? Ja, gute Frage, ne? Der ist vielleicht drüber geklettert, der war vielleicht schlauer als ich. To unlock this gate, answer my riddle. Where is the element of my destruction? Bin das nicht ich? Something that can destroy the beast? Hey, you're playing this game, right? Alter, da sind komische Leute hier. Yes, I am. Hey, have you seen a woman in a white dress? She was just here. Woman? What woman? I've only seen you. Huh! Did you hear that? Was war er? Er war Angst, glaube ich, ne? Oh. Ja, nicht so gut, ne? Karten des Schicksals. Okay, jetzt muss ich meine Karten benutzen? Meine eine Karte. Meine eine Karte, die ich jetzt nicht mehr habe. Protection! Oh. Ja. Ja. Man nimmt eine Karte, ne? Der Verbanner. Okay, was tue ich jetzt? Am richtigen Moment klicken, ne? Okay. Es ist abgehauen. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Oh, no! No, 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 no! Hey, Junge, beruhig dich, du lebst noch. Hey, you're all right now. It's gone. Hat er seine Karte verloren? This isn't what I signed up for. I'd rather be forgotten than face that thing again. I'm out, man. I'm out. Ich fürchte, so funktioniert dieses Spiel hier aber nicht. Hey, I can't say that I blame you, but you... Here, take my clue, please. I can't do this anymore.
Kann ich auch deine Karte haben, Junge? Deine Protection-Karte wäre hilfreich. Die Figur sieht aus wie im Wirtshaus, der Phönix, von Flammen umzingelt. Neuer Hinweis. Also ich kann jetzt, glaube ich, theoretisch durch das Tor, aber ich sollte wohl noch nicht, ne? Okay, kann ich mir die weiter ansehen? Die Adlerfigur, ja, aber die soll ich die da reinwerfen? Okay. Mit Phönix aus der Asche. Ich glaube, ich muss den Sound gleich ein bisschen leiser machen, das ist schon sehr laut. Okay, es ist Sekunde. Wo sind denn meine Optionen überhaupt? Menü, da unten. Umgebung mal ein bisschen leiser, die Effekte mal ein bisschen leiser. Stimme ein bisschen. What can I do for you? Das ist schon alles etwas sehr laut. Okay. Die Verzierungen sind sehr detailliert. Ich muss jetzt diese Symbole finden. Willst du mich verarschen? Alter. Brauche ich auch das da? Das verändert sich. Willst du mich verarschen? Das verändert sich. Ich will nur mal anmerken, dass das echt nicht mein Game ist, Symbole finden. Komische andere brauche ich auch noch, ne? Nee, das gehörte nicht dazu. Das gehört auch nicht dazu. Kann ich auch auf die andere Seite? Die habe ich noch kein einziges gefunden. Das da? So ein komisches anderes Krakelteil noch. Okay. So eins. Dass das eigentlich am leichtesten zu finden sein sollte, ist das, was ich am schwersten sehe. Okay, ich versuche nochmal, ob das andere dann auch hier ist oder das auf der anderen Seite wahrscheinlich ist. Aber da habe ich kein einziges davon gefunden, ne? Ich gucke jetzt mal das hier an, ne? Dass das sich verändert. Wird das was ich brauche? Nein. Richtig? Nee, das wechselt immer nur die zwei. Ah, ja. Gefunden. Oh Gott, jetzt geht es auch noch weiter hier, ne? Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und da hinten, der Typ, der brüllt noch über seine Karte und bekommt nicht mit, was ich hier mache, wahrscheinlich, ne? Aha. Nein. Also gut, von hinten nach vorne. Nein, natürlich gerade falsch. Ich halluziniere, ja, ich halluziniere definitiv. Kaputtes Bild. Okay, also das Spiel ist eindeutig rätsellastiger. Wie viele Teile fehlen mir? 1, 2, 3, 4 oder? Nee, mir fehlt, glaube ich, gar nichts. Mir fehlt da unten eine Schrift. Beim Biest hilft weder Klinge noch Tücke, nur der Bezwinger und Mut zur Lücke. Das Orakel. Dein Weg ist klar und dein Ziel offenbar. Okay, wir haben eine neue Karte bekommen. Das finde ich gut. Great job, pal. What'd you find? There's a way to defeat this beast. We need to find the Beast Slayer card. I think I know where it is. Ja, hier in der Krypta, von der ich nicht weiß, wo sie ist. I can find it with the help of this Oracle card I just got. Where is it? I need that card. Tell me. Hey, calm down.
Spielen wir eigentlich miteinander oder gegeneinander? Ich dachte, wir spielen hier gegeneinander. If you won't give it to me, I'll rip it off your corpse. I mark you. The beast has your scent now. Arsch.